Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Tops Matchtag Champions League Orakel auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur Partie FC Bayern München gegen Benfica Lissabon. Ja, und wieso liegt hier das Benfica Lissabon Logo nicht auf dem Tisch? Weil ich es bis jetzt immer noch nicht gezogen habe. Das ist das einzige Logo, was mir, glaube ich, fehlt von der Tops Matchtag Champions League Serie, dieses blöde Benfica Logo. Deswegen müsst ihr euch heute hier wieder das Benfica-Logo vorstellen. Ich hoffe, eure Fantasie ist da so weit ausgeprägt, dass ihr euch hier das Benfica-Logo denken könnt. Ich habe zwei Päckchen am Start. Champions League Orakel, und ich glaube, die Bayern werden heute einen kurzen Prozess machen. Ich glaube, die Bayern werden ganz früh in der Partie 1-0 in Führung gehen, dann 2-0, dann 3-0. Ich sag 4-1. Ich sag 4-1. Morgen geht es natürlich weiter mit Champions League Orakels. Kann ich euch mal zeigen. Leipzig, Paris und Dortmund gegen Ajax wird es natürlich morgen geben. Heute Bayern gegen Benfica. Wir gehen rein. Eure Tipps unten rein in die Kommentare. Und wir legen los. Wir legen los mit dem Online-Code für euch. Und ich habe es gesagt, die Bayern gehen sehr früh in Führung. Ob es jetzt durch Niagara 1-0. Und ja, ein Traumstart. Der Traumstart für die Bayern. Betis, Tottenham, Benfica-Logo, da ist es! Da ist das Benfica-Logo, ja moinski! Das zählt doppelt. Obwohl, ist das ein Powercard? Ne, das ist keine Powercard. Das zählt doppelt. Aber wir haben das Logo endlich. Jawohl! Im Orakel das Logo gezogen, es zählt als Tor. Es ist das 1-1. Und wir haben, glaube ich, eine Club 100-Karte noch mit am Start hier. Salah. Wer ist das? Der Bruno. Bruno, der Kameramann Bruno Fernandes. Und ganz hinten ist es noch Capoe mit Chukwuet von Villarreal. Somit steht es nach 45 Spielminuten 1-1 zwischen den Rekordmeister aus München und Benfica Lissabon. Und ja, das haben wir alle gesehen. Das heißt, es bringt nichts mehr jetzt hier diese Karte nach hinten zu machen. Deswegen machen wir sie auch nicht nach hinten. Deswegen nehme ich die so und mache die so. 3-1, Serge Gnabry mit dem doppelten Treffer. 3-1 für die Bayern. AC Milan Logo, Daily Blind, Zaldúa, Fernando, Jordi Alba, Moué, Rhys James, Fredericks. Dann haben wir Saúl Ñíguez. Nicht Kimmich. Leon Skoretzka, der nächste Doppelpack, das ist das 5-1 und Christian Pulisic noch als Crystal-Karte hinterher. Und das ist der Endstand. Das ist der Endstand zwischen den Bayern und Benfica Lissabon, 5-1. Ich habe gesagt, die Bayern werden zerstören, die Bayern werden eskalieren und die Bayern sind eskaliert. Das war's, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!